Ja, herzlich willkommen, liebe Damen, herzlich willkommen, liebe Herren, hier aus Frankfurt zu unserem, ja, von unserem Trading Floor zum Team Trade des Tages. Ja, zu Beginn, es wird heute ein kleines Update geben zu einem bereits umgesetzten Trade. Da haben wir heute ja die Nasdaq mitgebracht von unserer Trade-Patin Lisa. Natürlich auch des Weiteren, wie immer, unser Daily Business, der DAX, der von unserem Trade-Partner Sami hoch und runter getradet wird und auch von einigen anderen Händlern hier bei uns auf dem Floor. Und natürlich auch heute unseren Team-Trade des Tages. Da habe ich die Disney mitgebracht. Und ja, was soll man sagen? Die Märkte, wir beobachten jetzt tatsächlich seit Tagen so eine klassische Seitwärtsbewegung, seitwärts, aufwärts. Der DAX ist jetzt wieder kurz davor, ein neues beziehungsweise Tageshoch zu erklimmen. Also es bleibt spannend. Gehen wir doch mal in den Chart rein, dann können wir uns mal genauer anschauen. Genau, und dann sehen wir auch schon hier erstmal eben unser Daily Business, der DAX. Und er ist jetzt wieder gerade ein bisschen zurückgekommen. Ja, wir haben tatsächlich das Ausbruchslevel hier um die ca. 14.400 im Blick. Das heißt, sollte der Kurs darüber hinauslaufen, dann möglicherweise mit einem Long-Signal, darunter möglicherweise auch mit einem Short-Signal. Alles Weitere dazu besprechen wir natürlich hier nachher ausführlich um 14.15 Uhr live. Also beide Varianten sind möglich, sowohl nach oben als auch nach unten. Und trotz all dem kann man dem DAX einfach nur großen Respekt aussprechen, was seit hier ca. um die 13.500 er dann den sagenhaften Schritt bis hier in diesen Bereich gemacht hat. Also da, es bleibt spannend. Wie gesagt, dazu später ausführlich um 14.15 Uhr dann mehr. Kommen wir einmal zu unserem Trade-Update von unserer Trade-Partin Lisa. Und da kann man wirklich nur sagen, das ist, was Heavy Traders ausmacht. Ja, eben, dass wir kurzfristige Bewegungen im Markt mitnehmen wollen und natürlich auch möglichst profitabel gestalten wollen. Und das ist hier der Fall gewesen. Unsere Trade-Partin Lisa hat dann hier wirklich am Tief bei 11.500 den Einstieg gewählt. Und der Trade ist dann hier bis hoch auf 11.730 circa gelaufen und hier oben dann wurde die Position glattgestellt mit einem realisierten Gewinn von 507 Euro, also 33,8%, die das Wertpapier gemacht hat. Und ja, auch das Team-Trade-Konto hat sich sagenhaft entwickelt. Also bisher sind wir auf Monatsbasis satte 25% Gewinn, die das Team-Trade-Konto gemacht hat. Doch dazu auch nochmal nachher um 14.15 Uhr ausführlich mehr, wo, was und wie genau eben das Konto genau sich entwickelt hat. Dann kommen wir einmal eben zu unserem Team-Trade des Tages. Und ja, da haben wir heute die Disney mitgebracht, zu Disney. Wie man sehen kann, auch hier, die Aktie hat natürlich einiges mitgemacht, die letzten Monate schon und auch die letzten Tage waren natürlich nicht einfach nach der, kann man sagen, unschön Nachricht von vorletzter Woche eben, wo dann genau wirklich die Aktie nachbörslich gekracht ist, wie einige anderen US-Aktien. Warum? Weil natürlich das Streaming-Geschäft mehrfach Kosten produziert hat, der Ausblick für das Q4-Geschäft schwächer ausgefallen ist und natürlich auch einige anderen Baustellen, die Disney noch im eigenen Hause hat. Auch da im Staate Florida sind auch noch einige Fragezeichen, wie es da mit dem Status von Disney weitergeht, da Disney bisher dort Sonderrechte genossen hat. Und dass auch einigen Republikanern hauptsächlich ein Dorn im Auge ist, die möchten Disney einfach mehr beteiligt sehen an den Kosten. Und dementsprechend, da ist die Frage, inwieweit das alles schon in den Kurs eingepreist ist. Auf jeden Fall sehen wir hier, das Tief war dann wirklich bei 86 Dollar ungefähr. Doch von hier aus hat die Aktie den Weg aufwärts gemacht und ist dann zumindest bis schon mal hier bis knapp 91 Dollar gestiegen. Also man sieht auch hier wirklich nochmal ein Aufbäumen. Und jetzt, genau, das nächste Kursziel sind dann tatsächlich die 100 Dollar. Auch hier ist ein Gap und dieses Gap kann sich sehr, sehr gut schließen und deshalb 100 Dollar, die Aktie auf jeden Fall noch an Potenzial haben. Man darf natürlich nicht vergessen, Disney ist nicht nur, ich sag mal, der Streaming-Service und auch einige Filme und natürlich mehrere Filme, sondern Disney sind sowohl Freizeitparks, Kreuzfahrtschiffe, Disney, auch die Nachricht gestern lief über dem Ticker, möchte noch einen weiteren Riesenfrachter kaufen, um daraus auch ein Kreuzfahrtschiff zu machen. Also die Firma hat unzählige Möglichkeiten, wieder die Kunden anzuziehen, um noch mehr Umsatz und Gewinne zu machen in der Zukunft. Deshalb sind 100 Dollar allemal möglich bei der Aktie. Das war es soweit aus charttechnischer Sicht. Das zu diesem Team Trade dazugehörige Zertifikat hat die Wertpapierkennnummer MB0682.
ja, mit einer K.O.-Schwelle von $60.152, einem Hebel von 2,88 und natürlich ein Call von unserer Seite. Wann genau, wie, mit welcher Umsetzung, mit welcher Idee wir diesen Trade umsetzen, das werden wir nachher hier ausführlich, ja, um 14.15 Uhr live besprechen. Und ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen, hier bei Heavy Traders dabei zu sein. Deshalb geht jetzt auf heavytraders.live, registriert euch. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.